Man kann sagen, dass die klassische Dichotomie, die von den sogenannten Digital Immigrants betrieben wird, zwischen analoger Welt und digitaler Welt in der Lebenswelt von Kindern gar nicht so die große Rolle spielt. Das heißt, die Übergänge zwischen analog und digital passieren da ganz fließend. Das heißt, das, was digital in verschiedenen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel passiert, ebenso bedeutsam, ebenso relevant ist für Kinder und Jugendlichen, wie das, was in der physikalischen Welt da passiert. Ja, das bedeutet gleichzeitig, dass digitale Medien, soziale Plattformen, ganz einen großen partizipativen Charakter haben. Das heißt, soziale Strukturen werden zum Beispiel dadurch definiert in Klassen, wer mit wem in welcher WhatsApp-Gruppe ist, wer wen auf Instagram followt, wer wessen Bilder liked, solche Faktoren. Das heißt, gleichzeitig als dieser Aspekt, der bedacht werden muss, in der Restriktion, in der erzieherischen Restriktion von diesen sozialen Plattformen. Das heißt, wenn ich mein Kind verbiete, eine gewisse Plattform zu benutzen, dann beraube ich ihn auch der Möglichkeit oder beraube ihr auch die Möglichkeit, in der Klasse sozial teilzunehmen. Im Rahmen dieser Plattform zumindest. Da empfiehlt sich natürlich ein Blick auf den Jugend-Internet-Monitor von Safer Internet und der zeigt, dass große soziale Netzwerke wie Facebook die letzten Jahre stetig an Relevanz verloren haben und momentan nur noch als News-Plattform von Jugendlichen und Kindern verwendet werden. Während andere soziale Netzwerke, Plattformen, Kommunikationsplattformen wie WhatsApp weiterhin ungebrochen an erster Stelle sind und sehr beliebt sind. YouTube zum Beispiel wird von Jugendlichen dann eher als Suchmaschine verwendet und als Informationskanal verwendet, analog zu Google. Und weitere kleinere Plattformen sind ebenfalls sehr beliebt. Als kontroverses Beispiel wäre beispielsweise Musical.ly anzumerken, dass bei der weiblichen Zielgruppe zwischen 8 und 12 junge Schülerinnen und Schüler sehr beliebt ist und ein kontroverses Potenzial in sich tragt, weil sehr viele der Videos, die darauf zu sehen sind, relativ stark sexualisiert sind. Das heißt, es sind sehr viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu kurzen Videos tanzen und teilweise sehr sexualisierter Darstellung. Das heißt, es kann sein, dass es jugendliche Mädchen unter Druck setzt, ebenso sexualisiert sich zu gebären und es zieht eine Zielgruppe an, die man vielleicht eher weniger in der Nähe seiner Kinder haben möchte und bringt dann natürlich Phänomene wie Cybergrooming mit sich. Das heißt, die Endverantwortung dabei liegt weiterhin bei Eltern und Erziehungsberechtigten, ein Auge drauf zu haben, welche sozialen Netzwerke, Plattformen ihre Kinder nutzen und in Gespräch darüber zu gehen. Einer sehr großen, stetig steigenden, nicht nur in der Lebenswelt von jungen Menschen, sondern auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, also mit dem Einzug von E-Sports in die Sportszene in Österreich, mit der Aufnahme von gewissen Spielen als Kunst und Kultur in Museen, sieht man auch, dass das Medium immer mehr in der Gesellschaft ankommt und anerkannt wird. Die CHIM-Studie 2017 besagte, dass 97% der männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren gerne Videospielen, zumindest teilweise gerne Videospielen in ihrer Freizeit. Das heißt, wir haben 3% Nichtspieler bei den Männlichen. In Schulen, meine persönliche Erfahrung ist, dass auch die Mädels, die weiblichen Schülerinnen, sehr gerne Videospiele spielen. Nur, dass das Genre dann meistens ein bisschen anderes ist. Ja. Also die klassischen Ballerspiele sind dann eher für männliche Jugendliche interessant und Mädels sind dann meistens auf die Casual Games, also auf Puzzle-Spiele, kleinere Spiele fixiert. Wenn wir da über das Thema Gaming sprechen, müssen wir vor allem den Aspekt der Sucht hervorheben. Da jetzt ja, mittlerweile kann man sprechen über Computerspielsucht, das ja die WHO in den ICD-11 aufgenommen hat mit Juni 2018 als offizielle Diagnosemöglichkeit. Und da muss man auf ein paar Kleinigkeiten aufpassen. Zum einen habe ich bereits erwähnt, die Möglichkeit der Emotionsregulierung. Ja, also dass Videospiele sehr gut drin sind, negative Aspekte, negative Emotionen in den Hintergrund zu drängen und positive einfach zu erzeugen. Das ist vollkommen legitim, wenn man mal nach Hause kommt und traurig ist oder wütend ist und sagt, jetzt spiele Computer den Rest vom Tag und dann kommt das alles in den Hintergrund und das war's dann, das war's mit dem Tag. Wenn es ab und zu passiert, vollkommen in Ordnung. Problematisch wird es dann, wenn es keine alternativen Handlungsmöglichkeiten gibt, mit Stress, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Das heißt, wenn auf Sport verzichtet wird, wenn da vielleicht doch nicht der beste Freund angerufen wird oder die Mutter angerufen wird, sondern lieber einfach Computer gespielt wird, weil es einfach zugänglich ist und weil es sich als Coping-Strategie bewährt hat. Ist übrigens eine vermeidende Coping-Strategie, die bei Männern um einiges weiter etabliert und besser etabliert ist als bei Frauen. Genau. Und da gilt es einfach hinzuschauen, warum wird viel gespielt. Ja? Also es geht darum, die Bedürfnisse hinter diesem Spiel zu erfassen. Nicht nur zu sehen, okay, das Kind oder der Jugendliche oder der Erwachsene auch spielt jetzt 8 Stunden am Tag Computer, sondern zu schauen, was für Bedürfnis ist da, das real wirklich nicht gedeckt werden kann, das einfach sich über Videospiele dann gedeckt werden muss.
Weiterer Punkt, wie wir es bereits gesagt haben, ist die Zeit. Die Zeit allein ist kein ausschlaggebendes Kriterium für eine Videospielsucht. Ich habe sehr viele besorgte Eltern, die sagen, mein Kind spielt 4 Stunden am Tag Computer, ist es jetzt süchtig oder nicht? Das kann man auf die Art und Weise nicht beantworten. Ne? 4 Stunden mag eine lange Zeit sein, aber ich kenne genug Menschen, die 6 Stunden und länger am Tag Computer spielen, trotzdem noch arbeiten, ein funktionierendes Sozialleben haben, glücklich sind, weder sie haben einen Leidensdruck, noch ihr Umfeld hat einen Leidensdruck. Können wir nicht von Sucht sprechen. Ne? Das heißt, die Zeit allein ist kein ausschlaggebendes Kriterium, sondern es ist wichtig, welche anderen Aktivitäten noch vorhanden sind, wenn es ums Thema Sucht geht und welche Bedürfnisse über das Videospiel befriedigt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt neben dem Aspekt der Videospielsucht, der in den letzten paar Monaten sehr aktuell geworden ist, ist der Aspekt von Glücksspielelementen in Computerspielen. Wir sollten jetzt sehr weit ausholen. De facto ist es so, dass es auf internationaler Ebene, EU-Ebene momentan diskutiert wird, bestimmte Videospiele und Finanzierungsmodelle von Videospielen zu reglementieren und zu regulieren. In Belgien ist es bereits passiert. Frankreich hat gesagt, das ist nicht notwendig. Österreich hat es dabei noch nicht untersucht. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es eher ins Bewusstsein von Politik und Menschen kommt. Aber es gibt Versuche von Firmen, Glücksspielelemente in Videospiele zu implementieren und die direkt auf Kinder und Jugendliche abzuzielen. Das heißt, es bleibt momentan noch immer in der Endverantwortung von Erziehungsberechtigten und Eltern, da Augen drauf zu haben und offen mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, wie verdient das Spiel sein Geld, wie verdient die Firma das Geld mit dem Spiel. Ja? Also es ist eine Möglichkeit zur Diskussion, die sich ja nicht immer leicht gestaltet, muss man sagen, aber Beharrlichkeit zahlt sich da aus. Da gibt es natürlich sehr viele Versuche von Videospielherstellern, Lernspiele zu produzieren. Ja, also Spiele zu produzieren. Aufgrund der Tatsache, dass Videospiele einfach so viele Motivationsfaktoren haben und so gern gespielt werden von Kindern und Jugendlichen, liegt natürlich die Annahme nahe, dass Lernspiele auch gern gespielt werden. Und der John Hapgood, Kollege, hat das bezeichnet als Chocolate Covered Broccoli. Es ist jetzt mittlerweile so ein laufendes Bild geworden. Also dass ein Brokkoli als der gesunde, von den Kindern vielleicht verschmähte Gemüseanteil, der den Lernanteil darstellt, und die Schokolade als das Spiel, das für die Kinder vielleicht attraktiver da ist. Und also der Brokkoli im Schokoladeüberzug sozusagen. Ja, das Endresultat ist wahrscheinlich weniger schmackhaft. Und genau das haben auch viele Studien gezeigt, dass es sehr viele gut konzipierte, gut gedachte, gut gemeinte Lernspiele gegeben hat, die dann in der Praxis einfach sehr schwer ankommen sind. Weil der Spielcharakter durch den Lerninhalt dann korrumpiert wird. Genau. Es ist gar nicht notwendig, in meinen Augen, so diese Lebenswelt der Kinder in Beschlag zu nehmen. Es gibt Versuche, Fortnite zum Beispiel als Lernspiel aufzuziehen. Geht meiner Meinung nach schon ein bisschen zu weit. Ich denke, Kinder und Jugendliche haben das Recht darauf, eine eigene Sphäre zu haben, wo sie sich besser auskennen als Erwachsene, wo die Lehrerin nicht sagt, jetzt nehmen wir dieses Videospiel, das du gern spielst, und machen wir daraus jetzt einen Lerninhalt. Aber ich glaube, es macht absolut Sinn, einzelne Aspekte aus Videospielen herauszupicken und diese im Schul- und Unterrichtskontext anzubieten. Zum Beispiel gibt es sehr viele ernsthafte Spiele, die sehr ernsthafte Themen besprechen und behandeln auf sehr seriöse und differenzierte Art und Weise. Da einzelne Aspekte, Videosequenzen rauszunehmen, Spielsequenzen rauszunehmen, im Unterricht zu spielen, wenn man motiviert und offen genug ist, zahlt sich sicher aus. Und das ist um einiges lebensweltnäher, als das ganze Spiel jetzt aus dem Kontext zu reißen. Zum Beispiel Fortnite fällt mir gerade ein, würde sich anbieten, die Tanzszenen im Turnunterricht durchzuführen. Das ist übrigens das erste Mal bei aller Kontroverse, die rund um das Spiel jetzt besteht, das erste Mal seit langer Zeit, dass männliche Jugendliche und Kinder freiwillig und gern tanzen, seit ich mich daran erinnern kann. Also es hat da seine positiven Aspekte, die man vorher rauspicken muss und auf die man schauen muss. Bezüglich Stärkung der Kinder und Jugendlichen ist es natürlich so, dass die Kinder am Vorbild lernen. Also mit gutem Vorbild voranzugehen, ist da das A und O. Ich habe Familien beraten, die sich Sorgen gemacht haben um das Freizeitverhalten ihrer Kinder und gesagt haben, mein Kind spielt am Tag 6 Stunden Computer, soll einmal rausgehen und was anderes machen. Es ist sehr schwer, etwas, was positiv besetzt ist, in dem Fall das Computerspielen, durch etwas zu ersetzen, was negativ besetzt ist. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie sich zu Silvester vornehmen, weniger fernzuschauen und mehr laufen zu gehen. Sehr schwierig, braucht man sehr viel Disziplin. Ja? Disziplin, die ein Kind und ein Jugendlicher noch viel weniger hat als ein Erwachsener. Das heißt, wenn man sagt, man soll weniger spielen, dann muss man eine Handlungsalternative anbieten, die ebenso attraktiv ist oder zumindest teilweise ebenso attraktiv ist, wie das, was man verbietet. Genauso gut geht es darum, wenn ich möchte, dass mein Kind mehr Sport macht, dann ist es notwendig, dass ich selbst einen aktiven Lebensstil habe und das mein Kind vorleben kann.
vielleicht um es mit den Worten Karl Valentins zu sagen, Erziehung bringt sowieso nichts, ist frei nach Karl Valentin, Erziehung bringt sowieso nichts, die Kinder machen mal eh alles nach. Ja. Genau, also kann man vielleicht sagen, dass digitale Spiele, digitale Medien in der Erziehung und in der Pädagogik neue Herausforderungen mit sich bringen, die vielleicht eine gewisse Art von Mehrarbeit bedeuten, aber dass die Grundkonzepte der Erziehung trotzdem noch Gültigkeit bewahren.